Der charismatische Führungsstil. Wenn wir Charisma im Lexikon nachschauten, dann kämen wir auf Erklärungen wie Sendungsbewusstsein oder Ausstrahlung. Charisma assoziieren wir mit diesem Begriff Ausstrahlung. Ein charismatischer Mensch ist jemand, der eine Ausstrahlung hat. Der charismatische Führungsstil gilt im Wirtschaftsleben fast schon als gefährlich. Denn Menschen mit Ausstrahlung können andere Menschen führen zum Heil und ins Verderben. Charisma ist eine große Kraft. Und wir hatten sehr viele Führer, die eigentlich in dem Sinne keine, na, wie soll man sagen, besondere Amtsautorität hatten. Denken wir an Mahatma Gandhi, denken wir an Jesus Christus, ja? Denken wir aber auch an Adolf Hitler, ja? Und andere Gestalten, dann ist die Amtsautorität zumindest am Anfang überhaupt nicht da gewesen. Ja? Hatte Jesus einen technischen Betriebswirt? Mir nicht bekannt. Ja? Ein Zimmermannssohn. Ja, aber ansonsten irgendwelche Weihen, irgendwelche Ämter, irgendwie, ne? Nichts dergleichen ist bekannt. Aber eine gewisse Ausstrahlung. Ja? Also Charisma ist mächtig, aber Charisma ist auch gefährlich. Steve Jobs, definitiv ein charismatischer Unternehmensführer. Ja? Sehr kraftvoll, aber lange Zeit hat man darüber geschrieben, was ist, wenn er stirbt. Was wird mit Apple, wenn er stirbt? Wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Vor allem, wenn das, was jetzt noch in der Pipeline ist, ne, was er da noch so angestoßen hat, wenn das verbraucht ist. Ob da auch visionäre, charismatische Köpfe da im Hintergrund sind, die das fortsetzen können. Das ist die Frage. Ne? Also das ist der charismatische Führungsstil. Führen durch Sendungsbewusstsein. Sehr kraftvoll, aber in gewisser Weise auch gefährlich. Denn man kann Menschen auch ins Verderben führen. Die geschichtlichen Beispiele sind bekannt. Ich habe so ein paar Dinge gerade erwähnt.